ersten Leute schon angekommen in Las Vegas? Noch nicht, nein. Wir sind ja bis L.A. geflogen. L.A., so wie man es kennt hier, Palmen, Sonne. Und jetzt sind wir gerade dabei, hier einen Mietwagen mal zu organisieren. Schauen wir mal, was man uns da hier ausgesucht hat. Was meint ihr, euer Tipp? Letztes Mal war es ja irgendwie nicht so ganz geräumig, oder? Was schlägst du denn vor? Ich würde schon sportlich sagen, ne? Was haben wir für eine Nummer? 60. 60? Guck mal, der wäre es doch gewesen, oder? Der ist nicht schlecht. Infiniti Q60. Was macht der? Ich weiß nicht. Ford Fusion, ja, bei uns aka Mondeo, als Hybrid. Zum Wettbewusst. Ach. Was haben wir denn hier? Ich glaube, im Kofferraum ist nicht so viel. Was ist das denn? Chevrolet? So eine Harley. Ja? Das ist so eine Harley. Nee, ist glaube ich ein Chevrolet. Camaro. Ne? Wir haben ja gesagt Sport. Der Opel Mantas. Der Opel Mantares. Amerikanischen Autofahrers. Aber, liebe Leute, ein kleines Detail wird hier gerade offenbar, nämlich diese Bezeichnung, leicht politisch unkorrekt für uns, aber heißt Supersports und steht nämlich für den großen Motor mit 6,2 Liter und irgendwas um 460 PS. We put your foot in the throttle and we could use the power instantly. Sagen, bevor wir da einsteigen und uns für dieses Fahrzeug entscheiden, müssen wir noch mal eben einen Soundtest machen. Ja, was meint ihr? Geht das? Geht, oder? Geht fit. Da könnte mir auch rein. Besser, aber ja? Egal. Klingt schon nicht schlecht. Ja, ja, wunderbar. Einladen. Wenn man das Dach aufmacht, geht er mehr rein, oder? Really, nigga? So, Problem ist nur, wenn du offen fahren willst, dann ist vom Kofferraum nicht mehr allzu viel übrig. Das könnte ein bisschen knapp werden. Was machen wir? Offen oder zu? Offen ist schon Pflicht eigentlich. Offen ist schon geiler, ne? Scheiße, es passt nicht. Fuck, ey. Haben wir direkt mal den Lifehack für den Camaro. Nämlich hinter dem trotz verdeckt unten ist mein Koffer noch. Du, der ist aber ganz schön stramm. Er ist, ich sag mal, der rutscht jetzt auch nicht mehr. Ne? Aber schon hast du jetzt mehr Gepäck, aber ist doch wunderbar. Das ist ganz schön bequem hier. Also bequemer könnte es gar nicht sein. Ist ja fast wie Muster, würde ich sagen. Aber sind ganz schön unverschämt. Ne? $128 für 8 Tage. Hör mal, das ist ja Wucher. Für so ein Auto? Das war das letzte Mal, dass wir hier mieten. Mann doch. So, kleiner Zwischenstopp hier. Halber Weg zwischen L.A. und Las Vegas. Wir haben ungefähr noch über 150 Meilen. Waren gerade mal ein bisschen dort einkaufen. Beef Jerky als kleine Wegzehrung und Koffeintabletten und Schlaftabletten. Das nehmen wir, wenn wir angekommen sind. Das nehmen wir jetzt statt Kaffee. Nur nicht vertauschen, weil dann ist blöd. Ja, und der Max hat sich noch die Haare schön gemacht. Ja, ich war noch gerade beim Friseur hinten. Ja. Ah, look at the top of his head! Aber hat sich mal wieder gelohnt. Ja, doch. Würde ich doch sagen. Absolut. Wie sagen, komm, haut rein, Jungs.
1 Uhr nachts gerade in Vegas angekommen. Da das berühmte Las Vegas Sign. Welcome to Fabulous Las Vegas, Nevada. Wir welcome uns jetzt erstmal ins Hotel, schlafen eine Runde und dann schauen wir, was wir auf der ConExpo morgen, heute ist Montag, morgen für euch klar machen. Bis dann.